Dieses Video ist eine Zusammenfassung der Lektion zum Thema Module und Headerfiles. Wenn du es also genauer wissen möchtest, solltest du die vollständige Lektion anschauen. Hier fassen wir einfach zusammen. Beginnen wir mit einem einfachen Programm, also dieses test.ino. Das besteht aus zwei Variablen, die bereits mit Werten vorbelegt sind, und einer Funktion. Da rechnen wir aus, Anzahl mal Preis, und geben das als Betrag aus. Dieser Quelltext wird vom Compiler übersetzt. Das gibt dann ein Object-File. Darin findet man die Symbole Anzahl, Preis. Das sind Variablen, die belegen je 2 Byte Speicherplatz und haben den entsprechenden Wert, also diese 3 und diese 2. Das Symbol Printbetrag wird mit einem Code versehen. Da wird dieser Code, den ich hier geschrieben habe, umgesetzt. Das Ganze hier, das Object-File, das wird vom Linker noch zusammengesetzt zu einem ausführbaren Code. Und das wird dann auf den Chip kopiert und dort ausgeführt. Soweit ist alles einfach und klar. Wenn ich jetzt das Programm aufteilen möchte, ich erstelle jetzt einfach 2 H-Dateien. In einer H-Datei habe ich die Variablen. Also das ist dieses Variablen.h. Hier stehen einfach diese 2 Variablen. In einer zweiten Datei habe ich die Funktionen. Also das hier, wir haben ja nur eine Funktion. Dann wird dieses Inno-File nichts anderes machen, als hier den Inhalt von Variablen.h einzusetzen und hier den Inhalt von Funktionen.h. Das ergibt dann wieder exakt diesen Quelltext. Dieser wird auch übersetzt. Es ist absolut derselbe Vorgang wie in der ersten Folie. Hier sind also auch keine Probleme zu erwarten. Schwieriger wird es, wenn ich eine echte Aufteilung mache. Also ich teile jetzt Funktionen in Funktionen.h auf. Im H-File habe ich nur den Prototypen, also Printbetrag. Ich sage, das gibt es, aber ich sage hier nicht, was diese Funktion machen soll. Das mache ich in Funktionen.cpp. Hier ist das implementiert. Jetzt wird der Compiler test.ino übersetzen. Hier wird Variablen.h importiert, also das heißt, Anzahl und Preis werden angelegt, Speicherplatz reserviert und so weiter. In Funktionen.h steht einfach, es gibt eine Funktion Printbetrag. Der Compiler wird aber nichts damit machen. Er weiß jetzt einfach, Printbetrag darf aufgerufen werden, deshalb wird er hier keinen Fehler generieren. In einem zweiten Durchlauf wird Funktionen.cpp kompiliert. Hier wird ein Include von Funktionen.h gemacht. Da passiert nichts, da steht ja nur drin, Printbetrag gibt es. Dann werden die Variablen importiert. Das macht jetzt wieder etwas. Jetzt werden Anzahl und Preis werden angelegt. Und hier haben wir Printbetrag noch implementiert. Also wir sagen, was es machen soll. Also hier kann der Code generiert werden. Das passiert auch hier. Jetzt kommt der Linker und der versucht alles zusammenzufügen. Und das gibt dann einen Fehler. Und zwar eine Mehrfachdefinition. Das ist auch richtig, Printbetrag hier, das wäre kein Problem, das wird hier einmal generiert. Aber Anzahl und Preis haben wir hier und hier nochmals. Die existieren also doppelt. Und das geht nicht, deshalb der Fehler. Dafür gibt es aber eine Abhilfe. Wir machen das hier auch mit Variablen.h, also wir sagen nur, Anzahl gibt es und Preis gibt es. Das kann ich mit dem Schlüsselwort extern erreichen und ich verzichte auch hier darauf, einen Wert zuzuweisen. Das muss ich selbstverständlich nachholen, also irgendwo muss das erzeugt werden und irgendwo muss es seinen Wert erhalten. Das kann jetzt irgendwo erfolgen, einfach nicht in einem H-File. Ich habe das jetzt hier gemacht. Definiert wird also hier im Inno-File. Wenn jetzt der Compiler kommt, der liest hier Variablen.h ein, da passiert noch nichts, da steht ja nur drin, das gibt es. Dann haben wir Funktionen.h, da steht drin, Printbetrag gibt es. Jetzt wird hier
Anzahl und Preis erstellt, also der Speicherplatz wird reserviert und Printbetrag darf aufgerufen werden, da ich ja in funktionen.hgesagt.hgblatt.das gibt es. Im zweiten Compilerlauf passiert hier nichts, da wird nur gesagt, Printbetrag existiert. Variablen.h passiert auch nicht, wir sagen aber, Anzahl und Preis existieren, wir dürfen sie also hier unten verwenden. Hier ist die Definition von Printbetrag, also wird hier Printbetrag erzeugt, während hier Anzahl und Preis nicht mehr erzeugt werden. Der Linker ist nun glücklich, der fügt beides zusammen, Anzahl und Preis kommen von hier und Printbetrag von hier. Damit wäre dieses Problem schon gelöst. Jetzt habe ich hier etwas erzwungen, das man normalerweise in diesem Fall nicht machen würde. Ich habe hier dieses Variablen.h, dieser Include, habe ich in Funktionen.h eingefügt. Dann kann ich das hier weglassen und alles funktioniert eigentlich normal. Jetzt habe ich aber hier etwas Unschönes gemacht. Ich importiere hier Variablen.h und Funktionen.h. Das heißt also, Variablen.h wird hier importiert und hier nochmals. Das gibt dann diesen Redefinition Error. Es wird ja wirklich zweimal definiert und das geht natürlich nicht. Ist klar, ich könnte das jetzt einfach weglassen. Ist hier kein Problem, aber manchmal ist es eben ein Problem und man kommt nicht darum herum, solche doppelten Includes zu haben. Das läuft manchmal indirekt über mehrere Files hinweg. Man bekommt dann einfach eine solche Fehlermeldung und findet nicht so richtig heraus, woher das kommt. Auch da gibt es eine Lösung, die man sehr oft sieht, also hauptsächlich in Bibliotheken ist das eigentlich normal. Man wird hier in Variablen.h dafür sorgt, dass das nur einmal importiert werden kann. Und zwar schaue ich hier, gibt es das Makro Variablen_h? Wenn es das noch nicht gibt, dann definiere ich es. Dann mache ich hier die Deklaration. Und damit wäre das erledigt. Wenn ich jetzt das zweite Mal Variablen.h importiere, dann existiert dieses Makro und ich mache hier nichts, also dass der ganze Teil hier wird ausgelassen, passiert einfach nichts. Damit ist das Problem gelöst. Es gibt hier noch eine zweite Schreibweise anstelle dieser drei Zeilen. Kann ich auch Bagmawand schreiben. Ist etwas einfacher zu schreiben. Funktioniert aber genauso. Du wirst eben das hier sehr oft sehen. Und ich hoffe, dass dir jetzt klar ist, dass das nicht in jedem Fall hilft. In unserem ersten Fall hätte es eben nicht geholfen und manchmal wundert man sich darum, wieso dass es hier nicht geht. Zu diesem Video gibt es Begleitmaterialien. Diese enthalten zusätzliche Informationen und die besprochenen Source Codes. So kannst du dir das Abtippen sparen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Falls du noch Fragen hast, benutze bitte das Forum. Die Kommentare in YouTube eignen sich nicht für lange Erklärungen. Auf community.hobbyelektronika.ch findest du einen eigenen Bereich zu diesem Video. Du findest dort aber auch Ankündigungen für kommende Videos. Den Link zur Webseite findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch. Hinterlasse einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bitte vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Nur so erhältst du eine Meldung, wenn ein neues Video erscheint.